Herzlich willkommen bei Assassin's Creed Ezio Collection. Hier ist euer Herr Gamer wieder. Oh. Puh, letzte Part haben wir der Vater von der Patsy um die Ecke gebracht. Und jetzt sein Bruder. Jacopo der Pazzi. Und natürlich ist er in Florenz irgendwo. Ja. Und dazu noch, zur letzten Part habe ich die Villa Auditore und die Festung Montenegioni ausgebaut. Alles. Von Schmied, Rüstung. So. Santa Maria Novella, Vestor, bitte. Ich weiß, welche Mission das ist. Ja. Das Notenhaus. Und voll daneben. Buongiorno. Oh, doch nicht. Leonardo braucht Hilfe. Kann man denken, ist welche Mission? Ezio, Gott sei Dank, du bist wohl auf. Diese Sache mit den Medici und den Pazzi. Hast du Francesco deshalb verfolgt? Nicht nur. Ja, nun warum auch immer. Die Stadt ist wieder sicher. Dank dir. Mhm. Und sag, was kann ich heute für dich tun? Na, ah, noch eine Seite. Warte mal, nicht aufregen. Schlüssel wie beim letzten Mal. Das dauert nicht lange. Interessant. Interessant. Ah ja. Sag es. Ein neuer Klingenentwurf, um Gift zu verabreichen. Kannst du sie bauen? Sieh, es dauert nicht lange. Ich muss nur einen Weg finden, die Klinge auszuhöhlen, ohne etwas zu... Schon gut, Leonardo. Tu einfach, was du tun musst. Mhm. Einfach herumbasteln, bis es funktioniert. Fertig. Ich habe die Klinge für den Anfang mit etwas Gift befüllt. Wenn du keins mehr hast, geh einfach zum Arzt. Gift? Von einem Arzt? In hoher Dosis kann das, was heilt, auch töten. Auch töten. Und wieder stehe ich in deiner Schuld, mein Freund. Immer gerne. Ja. Jederzeit. Eine Klinge mit Biss. Falsche Tasse. Fünffach. Das ist nicht meine Schokoladenseite. Irgendwo ist das Assassinengrab. Und ja. Oh. 12.060 Florier.
ganz hoch. Komm schon. Der Schalter unten. Ja. Ohne zu merken, wenn man hier vorbeiläuft. Okay, das Grab ist ganz oben. Bitte, haltet euch von den Kunstwerken an den Wänden fern. Und wenn deine Männer den Dom bemalen, dürfen sie die heiligen Reliquien in der Lanterne nicht stören. Das sind die wichtigsten Artefakte unserer Kirche. Ja, ja, Padre. Passt ihr auf, dass ihr uns die komplette Summe für die Arbeit bezahlt. Ja. Mönch. Das ist lustig. Das Geheimnis des Duomo. Die Basilika Santa Maria del Fiore erkundet und das drin versteckte Assassinen-Sieges finden. Oben auf dem Tor klettern. Und rüber. Und wenn man runterfliegt, kann man hochklettern. Jetzt habe ich einen Weg nach oben, falls ich abstürze. So. Nochmal. Und weiter. Und die nächste Leiter fällt. Puh, das ist lustig. Jetzt kriege ich schon wieder schwitzige Hände. Oh, ich hab
Tauben. Hier. Jetzt weißt du, welche Siege. Der Assassin, dass er Xerxes getötet hat. Oder der Falsche. So. Oh no. Und hoch. Welche schwitzige Hände. Ist das lustig? Das hat doch recht gehabt mit dem Siegel, mit dem Fläschchen Siegel. So. Siege von Hilata.
da sind noch mehr Truhen. Erste. Und die zweite. Ah, noch mehr Bares. 67. Das hat gesessen. Wenn Nacht ist und von einem Kirchendach runterfliegt. Nö, heute nicht, Arzt. Haben Sie Geld? Haben Sie Geld? Haben Sie Bares? Er hat sich selber zusammen. Er ist zusammengebrochen, wo er mich berührt hat. Wie passend. Armschützer. Heldenschmied. Ja, damit. 10.800 Florie, 62.000 Florie, 52.000 Florie, Bruchschutzleder, 46.000. Schickt mir eure Freude. Mein Schwester reicht schon. Mit Stärke 5. Du hast nichts gehört, auch nicht gesehen, dass ich hier war. Wo ist hier Reisenbüro? Autsch. Excuse me. Darf ich hier durch? So. Denk ich mal. Was habe ich getan? Ich doch's kann, oder? Namone di Gioni. Ah, doch. Ja, passt so gut. Es war es. Knackige Zahl. Nice. Resident Evil 7. Komm rein. Was bringt uns diese Ehre? Kannst du warten, Onkelchen? Ich habe jetzt noch einen Sieger gefunden. Ah.
So. Das zweite ist... Für nur 4 Siegel. Das war jetzt ein bisschen warten. So, fast perfekte Weltkarte. Ich wurde von Il Magnifico aus Florenz geschickt, um mich um unerledigte Dinge zu kümmern. Ich suche nach Jacopo de Pazzi. Ha, wer tut das nicht? Wir suchen schon seit Tagen. Dann hilft uns vielleicht, was ich bei mir habe. Eine Liste der Mitverschwörer. Einer von denen wird sprechen, bevor er stirbt. Exzellent. Oder irgendjemand wird ihn zuerst töten. Ich setze sofort. Komm schon, Flasch, hier auf. Ich danke euch für die Hilfe, Onkel. Und ich habe noch etwas für euch. Weitere Kodexe. Ah, mal sehen, was wir lernen können. Was ist das? Welcher Prophet? Was habt ihr gefunden, Onkel? Nur noch ein Geheimnis. Der Text, grob übersetzt, bedeutet, nur der Prophet kann sie öffnen. Außerdem gibt es Hinweise auf 2 Edensplitter. Aber kann man nur denken, welcher Prophet. Jedenfalls nicht alleine. Du musst Desmond. Desmond Miles. Wird er... Er wird bei Essence Security 3 sich opfern für die Welt. Wenn du diese Bastarde bezwingen willst, muss ich dir aber noch etwas beibringen. Triff mich auf dem Übungsfeld. Mhm. Gegen den Axt... Axt. Na gut, Rüstung, Fettklötze. Konterangriffe. Aber was, wenn dein Gegner das auch kann? Mhm. Normalerweise gebe ich ihnen keine Gelegenheit. Harte Worte wirklich? Bieten wenig Schutz gegen Templerstahl. Dann bitte, Maestro. Bringt mir bei, was ich tun muss. Mhm. Ausweichen. Bene, jetzt noch einmal. Viel besser. Ein letztes Mal noch. Komm schon, Opa. Bravo. Wo kommt er? Ist es auch ein Pro? Das möchte ich noch mal sehen. Autsch. Nur noch einmal. Hätte ich besser nicht gesagt. Ja. Komm schon, Opa. Komm schon. Und zum dritten. Magnifico. Und wieder hast du meine Erwartungen erfüllt. Signore, wir haben Jacopos Männer gefunden und warten auf euren Angriffsbefehl. Sag den Männern, keiner rührt sich, bis sie mit Ezio gesprochen haben. Verstanden? Mhm. So sei es. Geh, Ezio. Besuche meine Söldner im Hinterland. Schau, ob Jacopos Lakaien dich zu ihm führen. Aber sei vorsichtig. Sie erwarten dich sicher. 82.007 Flori. Ausweichen. Erlernt. Entwaffnung erlernt. Oh. Kommt, sehen wir, wie gut ihr kämpfen könnt. Mhm. Arschentypen. Rohling. Ach ja. Ja. Oh.
Spezielle Aktionen. Distanzwaffen. Natürlich bezahle ich 5000. Fliegende Messer erlernt. Mal schauen. Spezial. Unbewaffnet. Bewegungen. Nicht genug Geld. Nicht genug. 10.000. 10.000. Ja, nicht 10.000. 100.000. 100.000. Ja, machen wir eine Pause. Bis ich genug Fluoril habe. Perfektion kann nicht in Münzen gemessen werden. Ach nö. Nur Geldmangel. Ab zu Toskana. San Gimignano. Feindanalyse. Verfolger. Bei Verfolgen kann das Untertauchen nutzlos sein. Drei Missionen in ein. Aber für diese Part mache ich das nicht mehr. Aber in den nächsten Part sage ich nur danke fürs Zuschauen. Vergesst nicht, mich zu abonnieren, ein Like zu drücken und einen Kommentar zu hinterlassen. Euer Herr Gamerloon. Tschüss, bis bald. Bis zum nächsten Mal bei Assassin's Creed Ezio Collection. Tschüss.